Wir sind hier im Herzbrocker Begräbniswald und haben hier eine Neuigkeit. Welche ist das? Genau, also wir haben hier seit einiger Zeit einen Sterntalerbaum initiiert in diesem schön speziell dafür ausgewählten Areal. Und zwar möchten wir damit Eltern und Angehörigen von verstorbenen Kindern die Möglichkeit geben, ihre Kinder hier in diesem besonders dafür ausgewählten Areal beizusetzen und ihre letzte Ruhestätte finden zu lassen. Also ein Besuchsort für die Eltern letztendlich, von den verstorbenen Kindern. Und seit wann haben wir das jetzt hier schon im Herzbrocker Begräbniswald? Das ist jetzt ganz neu tatsächlich. Also wir hatten natürlich vorher auch schon die Möglichkeit, Kinder hier beizusetzen, aber nicht an einem speziellen Baum dafür. Und dann haben wir uns überlegt, dass es eigentlich schön wäre, wenn wir den Angehörigen diese Möglichkeit hier auch geben können. Und können Sie mir einmal beschreiben, wie man sich das vorzustellen hat, den Ablauf einer solchen Beerdigung? Also im Grunde hängt es sehr von den Wünschen der Angehörigen ab tatsächlich. Also wir geben da wenig vor. Wir stellen eigentlich den Rahmen, die Bedingungen. Aber wir sprechen jedes Mal individuell mit den Angehörigen, sei es von älteren Menschen, die verstorben sind, oder von Kindern und alles dazwischen, weil wir eigentlich möchten, dass die Angehörigen sich möglichst wohl fühlen in der Situation mit der Beisetzung. Und daher machen wir jedes Mal ein individuelles Gespräch und schauen, dass wir nach unseren Möglichkeiten auf die Wünsche der Angehörigen eingehen. Das ist ja eine hochemotionale Situation für Angehörige, wenn so etwas passiert, ein Kind stirbt. Trotzdem gibt es einige Formalien. Was müssen die Angehörigen beachten? Also im Grunde genügt ein Anruf erstmal, um uns mitzuteilen, dass jemand verstorben ist und dass jemand hier beigesetzt werden soll. Daraufhin machen wir dann einen Termin mit den Angehörigen hier im Wald. Dort können sich die Angehörigen dann hier die Umgebung anschauen, einen Platz aussuchen oder eben von uns vorschlagen lassen. Und anschließend gibt es noch ein Formular, was dann ausgefüllt wird. Da unterstützen wir aber auch bei. Und dann ist das eigentlich alles damit gewesen. Und die Angehörigen, wie haben Sie diese Dienstleistung angenommen? Also wir haben da eine sehr positive Resonanz drauf. Das Gefühl, was wir hatten, dass da eigentlich ein Bedarf irgendwo da ist, hat sich bestätigt schon in relativ kurzer Zeit, seitdem wir diesen Baum hier haben. Und wir freuen uns, dass wir den Wünschen der Angehörigen damit auch entgegenkommen können. Und die finanziellen Rahmenbedingungen, was gibt es dazu zu sagen? Also hier am Sterntalerbaum haben wir uns überlegt, dass wir für den Urnenplatz selber nichts nehmen möchten. Das möchten wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann kämen eben ausschließlich die Begräbniskosten auf die Angehörigen zu.